Es ist eine Platte voller Gefühl und eine Platte über Familie, über verschlossene Türen, über ein Licht, welches einem den Weg weist, ein Ankerpunkt, es ist ein fürchtet euch nicht, habt keine Angst. Und ich glaube, das sind alles Botschaften, die wir entfernt von Kirche, entfernt von christlichem Glauben, alle nicht nur in dieser Zeit ganz gut vertragen können. Wer macht Ton? No. Oh, Entschuldigung. Sehr geil. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Feierlich. Verdammt gute Bläser-Sounds. Mann, oh Gott. Die bleiben da. Ich dachte, die bleiben so. Ja, bleiben sie auch. Nein. Mein Stöpsel hält. Stöpsel hält nicht. Ja, einmal umstöpseln, bitte. Christian, freust du dich auf den Tag heute? Was? Hast du schon weihnachtliche Gefühle? Und man hat ja auch damals schon in der Krippe Dudelsack gespielt. Ja, ja. Und deswegen war das für mich ganz klar, es muss ein Dudelsack auf diese Platte. Genau, es ist auch so schön auf seiner Schalmei. Genau. Gemütlich für so ein kleines das Kind. Das ist eine Schalmei. Und jetzt wird es, glaube ich, jetzt wird es, ja. So, und dann ist dann die schwarzen Karten, genau, die sind, glaube ich, auf dem Stapel. Und dann zieht man die. Und dann sagt man zum Beispiel, was haben wir denn jetzt mal hier was Schönes? Patrick ist eigentlich Gitarrist, aber er hat ein Kartenspiel mitgebracht. Was haben wir denn jetzt hier? Moment. Du sitzt jetzt ja auf jeden Fall, Christian, seit zwei Wochen bist du im Studio mit Annie. Weißt du eigentlich, dass ich ein kleines, bockiges Kind bin? Ich komme ja gerade vom Lungenfacharzt. Ich habe gerade ein Spray bekommen. Ich habe jetzt bestimmt anstatt 40% Lungenfunktion 42,5. Mensch, okay, machen wir alles nochmal. Alles nochmal, kein noch Problem. Jetzt ist länger. Ja, ne? Das ist gut. Geil, oder? Ausgenüchtert. Ja, so langsam geht's. Linde ist da. Los geht es. Sehr, sehr schön. Hallo, letzter Aufnahmetag. Yay. In der Davidstadt. Ja, und jetzt noch ein bisschen fröhlicher. Ein bisschen mehr Lachen dabei, ne? Es ist kein Trauer, ne? Das ist schön fröhlich. Los geht das. Los geht der Peter. Der Herr in der Das ist meine Stimme. Nein, der Herr in der
Davidstadt, Davidstadt. Dieses hier, kann man das sehen? Ja. A little town of Bethlehem. Genau. Ja, also sehr. Ich könnte mir vorstellen, dass das mein neues Lieblingsweihnachtslied wird. So, und es passt so. Nämlich doch. Komm her, Gott. Liebe, Licht und Besinnung. Annis Version ist schon sehr besonders und ich mag sie sehr. Vor allem mag ich die plattdeutsche Übersetzung. Und es geht mir auf Plattdeutsch auch nochmal anders ins Herz als auf Hochdeutsch. Hey! Ihr unfassbarer Glaube, der sie bewogen hat, diese Weihnachtslieder, die eigentlich, wie sie schon selbst sagt, immer dieselbe Geschichte erzählen, 12 Mal zu machen, zu sagen. Also, es ist schlussendlich, es ist Annie. So, ganz ehrlich, es ist genau das, was sie verkörpert. Diese Platte hat mich ja schon im Entstehungsprozess sehr, sehr glücklich gemacht. Ich hoffe, dass das Ergebnis ganz viele andere Menschen auch irgendwie glücklich macht und eben diese Geschichte, die ich da immer wieder und immer wieder erzähle auf der Platte, aus allen möglichen Perspektiven, dass die auch nochmal Menschen hilft, diese eine Geschichte, die ja so wichtig erscheint, nicht nur für uns als Christen, sondern eben auch für säkuläre Christen oder Menschen, die einfach das Weihnachtsfest feiern, ohne einen wirklichen Glauben in die Geburt von Jesus dahinter zu haben, aber dass sie aus allen Perspektiven vielleicht diese Geschichte nochmal neu verstehen. Es ist 12-mal die gleiche Geschichte. Manchmal auch nur vielleicht das, was wir aus der Geschichte ziehen, die Lehre aus der Geschichte, die besinge ich auch in einem Lied und gar nicht mal so sehr die Geschichte selbst. Aber es ist alles erzählt auf dieser Platte. Und wer den völligen Overload Weihnachten einmal haben möchte und auch die Weihnachtsgeschichte vertont als Protestsong mal auf den Ohren haben möchte, der sollte diese Platte kaufen.